fast nichts fertig. Ich habe vor 14 Tagen mir dieses Apartment angeschaut. Eigentlich wollte ich woanders hinziehen und ich habe das gesehen, es war noch komplette Baustelle. Vielleicht habt ihr das auf Instagram verfolgt und ich habe das Apartment gesehen und dachte mir, okay, hier müssen wir jetzt. Das Ganze ging jetzt relativ schnell, ihr seht, hier wurde gestern alles geputzt. Das heißt, man sieht jetzt endlich ein bisschen was. Und ich zeige euch jetzt, was wir hier geplant haben. Also, das ist der Eingang. Ihr habt es gesehen, wir haben nur ein Apartment auf diesem Flur. Das heißt, wir sind hier ganz alleine. Und hier kommt unser Workspace. Wir haben hier zwei Balkone. Hier ist der eine, der ist relativ groß. Und hier kommt ein großer Tisch hin, dass wir hier arbeiten können, Meetings machen können und so weiter. Also, der wird richtig groß sein. Und hier kommt ein Content-Ecke. Wir werden hier den Tisch anfertigen lassen, der genau mit vorpasst. Und ja, dann wird es hier unser Workspace, Meeting Area. Hier wird Content gedreht, Videos gedreht, für Online-Kurse, vielleicht für YouTube, let's see. Und hier kommt dann das Wohnzimmer. Heute kommt nochmal der Typ, der das ausmisst, weil wir lassen das Sofa, den Tisch und so weiter anfertigen, weil im Standard sind verpasst die so rein, beziehungsweise das Kontrolle zu klein. Das heißt, hier wird eine große Sofa bekommen, in einer L-Form. Wir hatten erst einen Punkt, weil die Raum so abgeschrieben. Das heißt, es ist eine L-Form und hier. Kurz einblenden, wie es hier vorher aussah, wie es hier gestern Abend aussah, bevor geküsst worden ist. Wir sind ja vor ein paar Tagen schon rein, weil oben war schon alles ready und unten war noch komplette Construction, also Baustelle. Und wie schnell es hier einfach geht. Ich habe vor 10 Tagen den Vertrag unterschrieben. Dann habe ich noch überall gesagt, wie wir alles gerne hätten. Die haben mich gefragt, was noch geändert werden soll. Es werden auch ein paar Änderungen vorgenommen. Und es ging einfach so schnell. Es ist so crazy. Unsere Betten. Das zeige ich euch gleich. Die habe ich customizen lassen. Es hat 2 Tage gedauert. Nach 2 Tagen kamen diese Betten, die wir uns ausgesucht haben, die Farbe ausgesucht haben, die Größe ausgesucht haben, das Material. Das ist so crazy, wie schnell es geht. Und hier kommen jetzt mal ein paar Bilder. Also hier ist die Küche, das zeige ich euch gleich. Hier unten ist ein Gästezimmer, also wir werden es als Gästezimmer nehmen, wenn unsere Familien kommen. Genau, wenn unsere Familien kommen, wenn unsere Freunde uns besuchen kommen, ist hier ein Gästezimmer. Dieses Bett war hier und das haben wir erstmal behalten. Vielleicht werden wir das noch austauschen, aber hier passt das eigentlich ganz gut rein. Hier ist überall Kleiderschrank, also komplett. Großer Kleiderschrank, ich glaube, hier ist was zum Hängen. Ja, also auf jeden Fall genug Platz. Ein ziemlich großer Balkon. Ich kann mal das kurz zeigen, das geht da auch noch um die Ecke und hier ist auch schön Sonne. Das ist mega. Und hier kommt einfach das krasseste Bad aus dem ganzen Apartment. Ich glaube, es ist noch nicht ganz fertig. Aber wie geil ist bitte dieses Bad, die Dusche, das Waschbecken. Es sieht so nice aus. So krank. Jetzt geht's in den nächsten Raum. Also das ist mein favorite Bad. Es leider dann unsere Mamas kommen, wenn unsere Familie kommt. Wir können dieses Bad enjoyen. Hier diese Stühle werden wir ein kleines bisschen kürzen lassen. Die sind ein bisschen hoch für die Bar. Und dieses ganze Design wird sich immer wieder wiederholen, sobald die Möbel kommen. Okay, es geht weiter ins nächste Badezimmer. Beziehungsweise, das ist eigentlich einfach eine Gästetoilette. Wenn wir Besuch haben, sprich
Leute, die hier kein Zimmer haben, wenn wir Meetings haben, Business-Meetings haben, ist hier einfach ein Gästebad. Das ist noch all over red. Das hier wird noch in Gold ausgetauscht. Ja, aber ansonsten ist hier eigentlich alles fertig. Hier ist auch noch ein Zimmer. Sollen wir das zeigen? Noch nicht, ne? Das ist noch nicht ganz ready. Hier ist der Ofen. Ich glaube, das hier ist so ein Mikrowellenofen. Das kommt hier hin. Hier werden wir uns von Mixer hinstellen. Wahrscheinlich eine Kaffeemaschine. Hier ist überall Stauraum. Und hier fehlen leider noch die Griffe. Das ist der Tiefkühlschrank. Also, vielleicht fangen wir doch mal wieder an zu kochen. Ab und zu. Weil eine Küche haben wir auf jeden Fall eine sehr geile. Okay, hier ist ein bisschen was drin. Ja, das ist der Kühlschrank. Und das ist eigentlich auch ganz cool. Da wird unser Stuff reinkommen, ist auch nicht viel drin. Ja. Hier haben wir heute Morgen unser Geschirr gewaschen. Wir haben uns für Gold und Schwarz entschieden. Die Queens, das für die Kings. Ja, hier ist unser Mixer, den haben wir auch gewaschen. Und das war's noch nicht, weil wo soll man hier kochen? Da geht's hier weiter. Tada! Hier ist eine komplette Küche. Ja, alles neu. Hier können wir kochen. Hier kommt noch ein neuer Geschirrspüler hin, weil ihr seht, der passt nicht ganz rein. Das wird heute gemacht. Hier ist Trockner, Waschmaschine. Genau, und hier ist nochmal Platz für Waschmittel. Keine Ahnung, was wir da hier tun werden. So, jetzt gehen wir eins nach oben. Die Treppe wird auch fertig gemacht. Also in Deutschland wird es, glaube ich, illegal hier zu wohnen, weil das Glas noch fehlt. Das heißt, diese Treppe ist aktuell relativ gefährlich. Das zeige ich euch gleich, kommt auch überall. So, wir kommen zu unserem Reich. Hier sind unsere Schlafzimmer, mein Schlafzimmer, Leras Schlafzimmer. Und wir haben uns das halt vorher so überlegt, dass hier wirklich unser Private Space ist. Das heißt, unten ist es möglich, dass wir da Mann-Meeting haben, auch geschäftliche Sachen machen. Wir arbeiten unten. Meine komplette Content-Ecke wird da sein für Content, für Videoaufnahmen, für die Kursaufnahmen, für YouTube und so weiter. Und hier oben ist wirklich unser Private Space. Kommt auch niemand hoch. Also, das sind jetzt unsere Freunde oder so, nur denen wir das hier zeigen. Aber ansonsten ist unten halt eben die Living Room, Wohnzimmer-Area und da der Workspace, die offene Küche. Und hier ist einfach unser Private Space. Hier ist ein geheimer Raum. Zeige ich euch noch nicht. Und jetzt zeige ich euch erstmal noch kurz dieses Zimmer hier. Das wird auch ein Gästezimmer. Also für unsere Close Family, Freunde, weil das eben bei uns oben in unserem Bereich ist. Ich weiß noch nicht, ob wir das Bett hier drin lassen oder neues nehmen. I'm not sure. Und das ist einfach der krasseste kleiner Schrank. Also den hätte ich auch gerne, aber ich mochte das andere Zimmer lieber. Oh! Who's that? Essen bestellt. Genau, also hier ist richtig, richtig viel Platz. Ich weiß gar nicht, wo kann man was aufhängen? Hier ist einmal was zum Aufhängen. Hier fehlen noch die Griffe. Hier kann ich auch. Was ist denn zum Aufhängen? Ah, hier. Wow, oha, krass. Oha, hier ist richtig viel Platz. Ja. Naja, wenn wir nicht genug Platz haben, werden wir hier unten ein bisschen was reinpacken. Aber wir haben ja noch den geheimen Raum. Okay, dann geht es hier direkt weiter ins Bad. Also hier ist noch under construction, ist noch nicht ganz fertig. Aber das Badezimmer finde ich ziemlich cool. Einfach mit diesen zwei Waschbecken ist auf jeden Fall genug Platz. Jetzt gehen wir mal runter. Ich hab geklingelt. Da ist irgendwas an der Tür.
Coffee for you. Gracias. Okay Leute, und nochmal zurück. Ich habe vorhin gesagt, dass hier ein Kronleuchter hinkommt und jetzt sieht man eigentlich auch die Höhe ganz gut. Das sind safe 8 Meter oder so. Das heißt, wenn man sich vorstellt, hier kommt ein 3 Meter langer Kronleuchter hin. Der ist oben breiter und wird dann schmäler. Das heißt, das wird hier so bis zur Mitte gehen. Das wird so fett aussehen. Und hier kommt eine Glasfront hin. Das sieht gerade hier gefährlich. Und ich gehe, also ich denke mal, dass hier genau einen Tisch gestellt werden, so einen Hochtisch mit auch zwei Bettplätzen, mit zwei Sitzplätzen, dass man hier auch nochmal ja, was filmen kann. Vielleicht auch mal hier ein Interview führen kann mit dem View. Genau. Hier ist auch nochmal Stauraum. So, und jetzt geht's in mein Zimmer. Das ist auch nicht ganz fertig. Mir fehlt noch einiges. Also es ist auf jeden Fall groß. Ich habe eigentlich ein Bett. Unsere Betten sind das Beste im ganzen Apartment. Also die sind 2x2 Meter groß. Ich liebe sie, wir haben uns unsere Farbe ausgesucht, wir haben uns die Füße ausgesucht. Nur ein Problem gibt es, und zwar hier diese Bettlaken sind ein bisschen klein. Da werden wir noch neue Bettlaken brauchen. Morgen kommen hier Vorhänge, einfach so weiß durchsichtige. Hier kann man auch mal den View zeigen. Der ist nämlich auch mega schön, also ich mag's. Genau, und hier werden dann Vorhänge hinkommen, also erstmal so weiß durchsichtige und halt eben blickdichte. In genau der gleichen Farbe wie mein Bett. Also es wird derselbe Stoff sein, selbes Material. Hier werde ich einen großen Spiegel hinmachen, so einen verspiegelten, also Mirror-Glasspiegel. Den werden wir wahrscheinlich heute kaufen. Und dann muss ich mir noch irgendwas für meine Bücher überlegen. Die werde ich wahrscheinlich an die andere Wand machen mit einem Regal. Hier ist Kleiderschrank. Hier habe ich erstmal ein bisschen Kleidung aufgehängt. Ich glaube, hier ist noch. Ja, hier ist noch nichts wirklich drin. Also, ich habe gar nicht so viel dabei, deswegen kann ich auch noch schön mehr Klamotten kaufen gehen. Kleiderschrank, Bett und hier neben meinem Bett wird jeweils noch ein Spiegelnachttisch kommen mit einer Nachtlampe und dann irgendwie noch einen kleinen Platz zum Hinsetzen, also wie so einen kleinen Office-Schreibtisch. Und die ganzen Koffer kommen dann in den Stauraum. Hier geht es ins Bad. Das Bad ist so im selben Style oder im ähnlichen Style wie auch die Bäder unten. Ich finde es richtig schön mit dem ganzen Gold. Wie geil ist bitte dieses Handtuch? Haben wir gekauft. Ja, also ich mag es richtig gerne mit dem Gold. Und in Dubai ist es super oft ein Problem, dass man zu wenig Wasserdruck hat. Und wir haben ja echt Glück, dadurch, dass wir das neu gemacht haben, haben wir auch guten Wasserdruck. Jetzt gehen wir ins nächste Zimmer. Welcome to the next room. Das wäre das Zimmer. Ich hoffe, die Erlaubnis, euch das zu zeigen. Das hier ist Leo, unser Hausleopard. Der macht jetzt hier die Tour mit mir. Das ist ein bisschen schwierig. Nimm nur okay, zwei so. Beine. Achso, nur zwei. Ja, so okay. Okay. Perfekt. Ja, also sie ist schon etwas weiter als ich mit ihrer Einrichtung. Ein kleiner Desk. Wir haben zwar unten einen kompletten Workspace, aber jeder will ja auch mal bisschen seine Ruhe und für sich arbeiten. Hier ist ein Gimbal, mit dem wir zukünftig Videos drehen werden. Ja, und bei ihr ist es ein bisschen anders. Wie man sehen kann, ich finde es richtig nice. Einfach aus dem Bett aufwachen und dann hat man diesen View auf die komplette Marina. Das hier ist Georg. Bisschen Weihnachtsstimmung. Ja, also das ist unser Weihnachtsbaum. Georg hat noch Zeit, in den nächsten Jahren ein bisschen zu wachsen. Das Bett ist auch Hammer. Ist ein bisschen andere Farbe, aber ansonsten gleich. Und wir haben die beste Matratze unseres Lebens. Es schläft sich, als wären wir im Himmel. Welchen Schrank darf ich zeigen? Den. Und hier ist Schrank, also auch wie drüben. Noch genug Stauraum. Jetzt klar. Hier geht's noch ins Bad. Auch eigentlich selber Style. Richtig schön mit dem Gold. Das Bad ist komplett ready. Hier fehlt nichts mehr. Ihr seid ja immer noch hier. Aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
euch. Bis zum nächsten Mal.